Ernst Dokupil hat sich zur aktuellen Schwächeperiode des SK Rapid geäußert und dabei den Präsidenten der Hütteldorfer direkt angegriffen. Die Trainerlegende kritisierte die Struktur in der höchsten Instanz des SCR und fühlt sich ignoriert. Seit Michael Kramer als Präsident das Sagen hat, geht es mit dem Club sportlich bergab. Gelegentlich gute Resultate haben eine Zeit lang darüber hinweggetäuscht, sagte Dokupil gegenüber der Kronenzeitung. Dabei ging er weiter ins Detail, was dem 71-Jährigen nicht behagt. Die fußballerische Kompetenz hat Kramer nicht, ist aber bei jeder sportlichen Personalentscheidung führend dabei. Ernst Dokupil, Rapid-Legenden, meidet Kramer wie die Pest. Bereits vor mehreren Jahren riet Dokupil den Rapid-Bossen zu einem Gremium, das in die Zusammenstellung des Teams eingebunden werden solle. Dort sollen auch ehemalige Rapid-Spieler vertreten sein, aber Kramer hole lieber Ausländer, die er dann wieder entlassen hat, sagte Dokupil. Die Rapid-Legenden meidet er wie die Pest. Für die Entlassung von Trainer Goran Djurecin zeigte Dokupil nur wenig Verständnis. Am Trainer lag es zuletzt nie, hielt er fest. Sie waren immer das erste Opfer, damit es nicht bis rauf geht und jeder sieht, welchen Blödsinn sie dort fabrizieren. Dokupil war von 1994 bis 1998 und in der Saison 2001 Trainer des SK Rapid. Unter seiner Führung wurde Rapid einmal Meister und gewann einen Titel im EFB Cup. Rapid gegen Admira, die 12. Runde der Bundesliga. Tamminheim Team auswärts. Team Samstag, 27.10. 17 Uhr Wacker Innsbruck. FK Austria Wien Samstag, 27.10. 17 Uhr TSV Hartberg SIK Sturm Graz Samstag, 27.10. 17 Uhr HRSV Mattersburg SCR Altach Sonntag, 28.10. 14.30 Uhr SK Rapid FC Admira Sonntag, 28.10. 14.30 Uhr Wolfsberger ACSKN Sankt Pölten Sonntag, 28.10. 17 Uhr LASK Red Bull Salzburg Werbung.